Hallo Leute, willkommen zu meinem Video über das neue macOS Sierra 10.12 Beta 1. Was sich alles verändert hat und was Neues dazugekommen ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Die erste Neuerung ist der Name. Das Betriebssystem heißt jetzt nicht mehr macOS X, wie wir es bisher laut Apple 15 Jahre lang hatten, sondern jetzt heißt es macOS. Der Name des neuen Systems heißt Sierra. Wie wir hier sehen, ist das Thema wieder ein Nationalpark bzw. ein Berg, so wie wir es bei Yosemite und El Capitan damals hatten. Auf alle Fälle fügt sich dieser Name jetzt nahtlos in die Reihe der Softwares ein. Wir haben jetzt iOS, WatchOS, tvOS und eben macOS. Eine weitere große Neuerung, die ich euch leider nicht zeigen kann, da sie noch nicht so voll aktiv funktioniert, ist die sogenannte Auto-Unlock-Funktion. Ich kann es euch aber schnell erklären. Wenn ihr in den Zustand kommt, dass ihr euren Mac entsperren müsst, dann müsst ihr nicht mehr jedes Mal den Code eingeben, wenn ihr das MacBook zum Beispiel aufklappt, sondern wenn ihr ganz in der Nähe seid und ein entsperrtes Gerät bei euch habt, also zum Beispiel eine Apple Watch, die entsperrt ist, oder ein iPhone, das ihr gerade verwendet und es entsperrt ist, dann entsperrt sich der Mac auch automatisch. Das soll laut Apple sehr gut funktionieren, stellt möglicherweise ein Sicherheitsrisiko dar, denkt man sich auf den ersten Moment, dass, falls es da zu Fehlfunktionen kommt, dass sich der Mac unabsichtlich entsperrt. Aber Apple verspricht uns da auf jeden Fall, dass das zu 100% perfekt funktionieren soll und auf gar keinen Fall zu Problemen führen wird. Eine weitere neue Funktion ist das universale Clipboard. Ich zeige euch einfach gleich, wie das funktioniert. Wenn ihr einen Text schreibt auf eurem Mac, könnt ihr ganz einfach gesagt Copy and Paste zwischen zwei Geräten machen über iCloud. Ich zeige euch das einfach hier einmal vor. Wir nehmen hier das iPhone, haben hier die Website von Apple mit iOS 10. Wir markieren jetzt einfach mal hier Text. So nehmen wir zum Beispiel das hier. Wenn ihr jetzt auf Teilen geht, könnt ihr hier unten auf Kopieren gehen. Und wenn ihr dann hier auf dem Mac auf Einfügen geht oder Einsetzen, dann habt ihr genau diesen Text, den wir da gerade vom iPhone kopiert haben, hier eingefügt. Wie ihr seht, obwohl es eine Beta ist, geht das sehr gut und sehr schnell schon. Auf jeden Fall eine sehr praktische Funktion. Wenn man zum Beispiel unterwegs war, auf seinem iPhone etwas geschrieben oder gesucht hat und man möchte jetzt auf dem Mac weiterarbeiten, es ist auf jeden Fall eine Erweiterung dieser Handoff-Funktion bzw. Continuity-Funktion, diese nahtlose Zusammenarbeit zwischen iOS und macOS. Die Funktionalität von iCloud Drive wurde ebenfalls erweitert. Wir reden hier auch von einer Verbesserung von Continuity, also dem Zusammenspiel zwischen iOS und macOS. Wenn wir jetzt hier auf iCloud Drive gehen, sehen wir hier zwei neue Ordner, Desktop und Dokumente. In diesem Ordner sind einfach alle Dateien enthalten, die hier auf eurem Desktop sind oder in eurem Dokumentenordner. Den habe ich jetzt hier nicht, aber den gibt es. Und wenn wir jetzt hier auf das iPhone gehen, ihr habt hier die iCloud Drive App und hier seht ihr, dass es hier genauso Desktop und Dokumente gibt. Und über das könnt ihr ganz einfach auf den Desktop eures Macs über das iPhone zugreifen. Eine weitere sehr nützliche Funktion von macOS Sierra ist ein Speicherfreigabesystem. Im Grunde genommen räumt es euren Mac auf und erzeugt freien Speicherplatz. Das Ganze lässt sich über diese Ansicht hier, die kennt ihr sich, über hier lässt sich das aufrufen. Ich habe zwar noch sehr viel frei, aber es gibt auch sehr viele Fälle, wo man zum Beispiel ein sehr kleines MacBook hat mit nur 128 GB Speicherplatz oder so. Und da ist dieser Speicher schon relativ schnell voll. Vor allem geht es da um Dinge, die man vielleicht sehr lange nicht mehr benutzt hat oder gar nicht mehr braucht. Oder um Müll, der sich angesammelt hat, Cache-Dateien und so weiter und so fort. Oder diese Kategorie, die sich Sonstige nennt. Viele von euch kennen das sicher. Ich weiß nicht, ob ich sie hier schon habe. Ja, ist 6 GB groß, noch verhältnismäßig klein. Auf meinem MacBook hat sie schon knapp 100 GB. Und das lässt sich sehr mühsam wieder entfernen, weil man nicht genau weiß, aus was diese Sonstige bestehen. Man kann nur Vermutungen anstellen, irgendwas ausprobieren, aber so hundertprozentig finden kann man das nicht.
Wenn man hier jetzt auf Verwalten geht, bekommt man eben so ein Tool, das es möglich macht, den Speicher zu optimieren. Hier hat man verschiedene Optionen. Ich habe sie jetzt noch nicht ausprobiert, aber ihr seht hier erstens einmal die Speicherplatzbelegung und könnt dann hier euren iCloud-Speicherplatz optimieren, euren lokalen Speicherplatz. Der Papierkorb lässt sich, es lässt sich die Funktion aktivieren, dass er sich automatisch nach einem Zeitraum leert. Und dann gibt es noch so eine Funktion, die sich Chaos reduzieren nennt. Das löscht einfach ganz alte Dateien, die ihr möglicherweise nicht mehr braucht. Keine Sorge, ihr werdet davon natürlich noch gefragt, ob ihr das wirklich löschen wollt. Also das ist definitiv eine sehr nützliche Funktion und ich bin schon sehr gespannt, wie sie sich dann auswirkt. Des Weiteren gibt es jetzt eine Unterstützung von Apple Pay auf dem Mac. Apple Pay ist hier bei uns leider noch nicht verfügbar, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber ganz einfach gesagt, lässt sich jetzt überall, wo ihr per Kreditkarte oder PayPal oder was auch immer im Internet bezahlt, da erscheint jetzt auch ein Apple Pay Button. Wenn ihr auf den draufklickt, dann könnt ihr über den Fingerabdruckscanner eures iPhones diesen Kauf bestätigen oder ihr könnt euer Kennwort eingeben. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Tabs in allen möglichen Programmen zu integrieren. Tabs könnt ihr zum Beispiel über die Tastenkombination Command-T öffnen oder erzeugen. Sieht dann so aus, das kennt sicher jeder von euch, ist aber derzeit nur auf einigen Applikationen verfügbar, also zum Beispiel Safari oder Finder haben das und vielleicht noch einige andere, aber eine Entwicklerschnittstelle macht es jetzt möglich, Tabs in jedem Programm zu integrieren und das wird sicher einen nützlichen Vorteil bei der User Experience darstellen. Eine weitere neue Funktion ist die sogenannte Picture-in-Picture-Funktion. Das kennt ihr vielleicht vom iPad. Wenn ihr zum Beispiel gerade ein Video anschaut und ihr schließt diese App, dann wird das Video weiterhin irgendwo am Rand eures Displays in einem kleinen Fenster weiterhin abgespielt. Und ihr könnt dieses Fenster irgendwo hin positionieren, vergrößern oder verkleinern. Das geht jetzt auch auf dem Mac. Allerdings kann ich es euch nicht vorzeigen. Ich habe es auch bereits gegoogelt, es scheint in der Beta 1 noch nicht so perfekt integriert zu sein. Ich habe ja sogar auf iTunes einen Film gestartet, hier haben wir James Bond Skyfall. Und hier haben wir jetzt das, normalerweise ist es so, dass dieser Button hier irgendwo sein sollte. Und dann verkleinert sich dieser Film einfach hier als kleines Fenster, lässt sich überall hin verschieben, sogar in den Vollbildmodus von Apps oder hier irgendwo auf dem Desktop. Ist auf jeden Fall eine praktische Funktion und sobald es in einer der nächsten Betas integriert ist, werde ich es euch auch zeigen. Nun kommen wir zur letzten und meiner Meinung nach wichtigsten Funktion in macOS Sierra. Und zwar hat Apple nun endlich Siri in den Mac integriert. Das Ganze sieht jetzt so aus, wir haben Siri hier unten, können es über dieses Symbol aktivieren. Oder das seht ihr jetzt leider nicht im Bild. Rechts oben auf der Statusleiste neben eurer Uhrzeit, genau genommen neben der Spotlight-Suche, habt ihr jetzt ebenfalls ein Siri-Symbol. Lässt sich über beide Wege aktivieren. Es lässt sich genauso auch eine Tastenkombination, also zum Beispiel man drückt zweimal hintereinander C oder was auch immer, oder S besser gesagt, und so lässt sich Siri auch aktivieren. Probieren wir das gleich einmal aus. Wie wird das Wetter in Paris? Okay, hier ist das Wetter für Paris, Frankreich von heute bis 23. Juni 2016. Funktioniert sehr gut. Siri hat im Grunde genommen all die Funktionen, die wir auch von iOS kennen. Es gibt jetzt noch einige Anpassungen speziell für Mac und die werde ich euch jetzt gleich zeigen. Eine sehr nützliche Funktion von Siri auf dem Mac ist die Möglichkeit, die Ergebnisse zu speichern. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Was ist ein Smartphone? Ich habe das hier gefunden. Nehmen wir das mal als Beispiel. Man fragt Siri etwas, möchte es jetzt speichern, dann kann man hier auf dieses Plus gehen. Das Ganze fliegt dann hier in das Notification Center hinein und man hat es hier gespeichert. Das heißt, jedes Mal, wenn man das hervorholt, hat man hier das, was man sich merken wollte. Es lässt sich dann jederzeit der Text hier rauskopieren oder der vollständige Artikel anzeigen. Das war es auch schon mit den großen Neuerungen von macOS Sierra. Einige Funktionen werden wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Betas vollständig integriert und aktiviert werden. Das werde ich euch dann natürlich in den nächsten Videos ausführlich zeigen.
Ihr könnt euch auch gerne meine anderen drei neuen Videos anschauen. Das eine handelt von den Highlights der WWDC 2016, die große Präsentation, wo Apple all das vorgestellt hat. Die anderen zwei Videos handeln von iOS 10 Beta 1 und WatchOS 3 Beta 1. Wenn ihr weiterhin an meinen Videos dranbleiben wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich werde in den nächsten Wochen auf jeden Fall laufend Videos posten zu allen neuen Beta-Updates und Software-Updates. Ihr werdet also auf jeden Fall sehr versorgt sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Apple Pie.